vierter Tag, die wandernde Kiste. Wow, schon so viele Tage und spannende Suchen liegen nun hinter euch bei diesem pfiffigen Geländespiel. Heute Finale, letztes Versteck und ich kann nur sagen, wir legen noch eine Schippe drauf. Es wird noch mal einen Tick schwieriger. Wir sind gespannt, wer euch heute die Kiste verstecken wird. Also seid gespannt, los geht's. Hallo, mein Name ist Anja Ungermann und ich verrate euch heute, wo das nächste Versteck ist. Wir befinden uns hier zwischen Mela, dem Silo, das ist gefühlt in dieser Richtung, ca. 500 Meter, und dem Waldbad Hohenleuben, das geht dann in diese Richtung. Wir sind an einem sagenumwobenen Ort, da gibt es mehrere Sagen, aber ich verrate da nichts. Es ist jedenfalls ganz geheimnisvoll und immer ein bisschen ein mystischer Ort. Viel Spaß bei der Suche, beim Versteck. Ich hoffe, ihr findet's und habt viel Freude dabei. Danke, Anja, für dieses coole Versteck. Falls ihr jetzt immer noch denkt, ich habe keine Ahnung, wo das sein soll, hier kommt gleich nochmal die Karte. Ja, dann sollte ja jetzt alles klar sein. Außer, Moment, ihr braucht noch die Geschichte, um das Rätsel knacken zu können. Aber auch die fehlt nicht. Hier kommt sie. Gerade noch hatte Jesus zu seinen Jüngern gesprochen, da wurde er vor ihren Augen nach oben gehoben. Eine Wolke nahm ihn auf, sodass sie ihn nicht mehr sehen konnten. Wie gebannt starrten die Jünger zum Himmel. Da standen plötzlich zwei weiß gekleidete Männer bei ihnen. Die sprachen: Was steht ihr da und schaut zum Himmel? Jesus wurde aus eurer Mitte in den Himmel aufgenommen. Auf dieselbe Weise wird er wiederkommen, wie er vor euren Augen zum Himmel gegangen ist. Für die Jünger war das alles sehr verwirrend. Erst nach und nach konnten sie verstehen, was da wirklich geschehen war. Doch später begriffen sie die großartige Botschaft. Jesus lebt. Auch wenn wir ihn nicht sehen können, ist er da. An der Seite Gottes will er von nun an für alle Menschen da sein. Deswegen gibt es Himmelfahrt nicht ohne Ostern und Ostern nicht ohne Himmelfahrt. Weil alles zusammengehört. Alle Ereignisse gehören zu Gottes einzigartigem Plan, dass er mit seiner unfassbaren Liebe für alle Menschen da sein möchte. Wenn das kein Grund zum Feiern ist, und so ist auch Himmelfahrt ein echter Feiertag. Damit seid ihr jetzt auf jeden Fall richtig gut ausgestattet, um die Kiste zu finden und den Schatz zu knacken. Also, auf geht's wieder, macht euch auf die Suche, findet den Schatz, löst das Rätsel, öffnet die Kiste und nehmt euch eine Kleinigkeit raus. Und natürlich gibt's auch heute wieder einen Stempel. Der Stempel des Tages ist der Löwe. Den wieder nehmen, Stempelkarte abstempeln und dann, wenn ihr das wirklich geschafft habt, also viermal eure Stempelkarte mit allen Stempeln ausgefüllt habt, dann ab in einen Briefumschlag und an die Kirchgemeinde in Triebes schicken oder einfach Zollenroder Straße 3 direkt in den Briefkasten schmeißen. Natürlich nicht vergessen, auf der Stempelkarte auch noch eure Adresse und Namen mit drauf zu schreiben. Dann bekommt ihr von der Kirchgemeinde ein Überraschungspaket mit einem kleinen Geschenk persönlich zugeschickt. So, und jetzt kann ich nur noch sagen, schön, dass ihr einfach dabei wart bei der wandernden Kiste. Ich hoffe, es hat euch richtig viel Spaß gemacht. Gerne, gerne wieder, wenn es mal wieder so klappt, wandernde Kiste oder ein anderes Schatzspiel. Dann sehen wir uns. Bis dahin wünsche ich euch eine richtig gute Zeit. Tschüssi, macht's gut!